ist von draußen abbrennen. Ja, da ist Gefahr, dass jemand zu Schaden kommt. Also wirklich. Ja, wir wollen einfach mal so einen Eindruck vermitteln, wie und was ist bei uns los, wie geht es den Leuten, wie geht es den Feuerwehrleuten. Das kann man vom Schreibtisch aus, glaube ich, nicht so gut beurteilen. Und deswegen sind wir schon froh, dass auch der Innenminister hier ist, einfach um sich aus der Praxis einfach die Eindrücke mitzunehmen. Das ist wichtig. Also das ist keine Lappalie, das ist auch kein Kavaliersdelikt oder sonst irgendwas. Und ich appelliere an denjenigen, der das macht, dass er mit aufhört und sich bei der Polizei meldet. Weil das führt wirklich, kann nicht mehr so weitergehen. Und wir werden alles tun, dass wir ihn finden. Und wenn er meint, diese Aufmerksamkeit, die er jetzt hier hat, dass es ihm irgendwas bringt, da hat er sich getäuscht. Also wir werden von Seiten des Landes, von der Seiten der Polizei alles dafür tun, dass er gefunden wird. Wir wollen den Täter fassen, aber wir sind natürlich schon mal froh, dass der Innenminister da ist und auch damit ein Zeichen setzt. Zeichen alleine reichen nicht. Es muss sich dann auch noch mal was tun. Wir hoffen natürlich jetzt auch auf noch mehr Unterstützung, obwohl sich dahingehend auch also sehr viel schon getan hat und auch die Ermittlungen laufen. Es sind Polizisten vor Ort und das gibt halt auch schon ein bisschen mehr Sicherheit. Und ich denke auch, die Leute tun ihre Arbeit und die machen sie mit Sicherheit auch gut. Aber wir können jegliche Unterstützung, auch mehr Unterstützung, denke ich mal, definitiv gebrauchen. Die Größe des Ermittlerteams, das kann ich nicht sagen, aber es ist definitiv so, dass in Mozla und im Außenbereich eine hohe Präsenz vorhanden ist. Sowohl uniformiert als auch zivile Kräfte sind im Einsatz, ermitteln in diesen vorliegenden Sachverhalten, in der Brandserie, die sich seit Anfang Juli diesen Jahres ereignet hat. Und wir hoffen, dass wir innerhalb kürzester Zeit da zu einem positiven Ergebnis kommen.